die größte Furcht eines Vermieters ist ja der Mietnomade. Aber es gibt auch noch ganz andere Szenarien, bei denen man kein Geld mehr bekommt. Wir hatten zum Beispiel bei einer Wohnung ein Jahr lang jetzt Mietausfall und keine Miete bekommen. Ich gehe jetzt mit euch in die Wohnung, zeige euch die Wohnung mal, wie sie jetzt ausschaut und dann erzähle ich euch auch, wie es dazu kam. So, es kann nicht immer alles nach Plan laufen. Ich habe hier einige Schlüssel mit dabei, aber leider war nicht der richtige mit dabei. Ich erzähle euch jetzt einfach ein bisschen was dazu und morgen früh gehe ich nochmal rein in die Wohnung und mache ein paar Videos, dann zeige ich euch das alles, was da drin abgeht, wie es da ausschaut. So Freunde, wie versprochen, ich bin nochmal angerückt, hier zweiter Versuch in der Wohnung, wo wir gestern Abend Schlüssel leider, so leid mir es tut, vergessen haben und verwechselt haben. Jetzt bin ich nochmal da, jetzt zeige ich euch einmal die Wohnung, dass ihr euch ein Bild machen könnt, wie die uns überlassen wurde. Und dass man auch sieht, dass wir hier echt jetzt einen riesen Aufwand haben, ein Jahr Mietausfall hatten und jetzt auch noch sehr viel Kosten auf uns zukommen. Und es ist nicht so leicht, das jetzt hier mal kurz zu renovieren. Also, weil das ganze Haus ein paar Sachen gemacht gehören, deswegen stehen wir jetzt halt vor der Entscheidung, ob wir entweder die Wohnung halt minimal renovieren und sehr günstig vermieten oder ob wir sie halt sanieren, um dann halt teurer zu vermieten, wobei das jeder für sich halt dann entscheiden müsste in dem Case, was man macht. Also zeig's euch mal, könnt ihr euch selber ein Bild machen. Also das Problem ist jetzt halt, wir hatten ein Jahr lang kompletten Mietausfall, also keiner die Miete bezahlt und zwar ist der Mieter verstorben und es gab leider keine Erben, ja. Also keine Erben heißt keine Verpflichtung irgendjemand uns gegenüber und dann ging so ein Prozess los vom Staat, ja, und dann gab es irgendwie so einen Pfleger, Nachlasspfleger heißt der, der kümmert sich um die Sachen von dem Mieter und den Mietvertrag und so weiter und so fort. Aber wie es halt so ist, in Deutschland hat da keiner einen Dampf dahinter. Das hat ein Jahr wirklich gedauert, bis wir jetzt einen Schlüssel überreicht bekommen haben. Das Einzige, was noch gemacht wurde, war, da ist einer rein in die Wohnung, hat die Wertsachen genommen, die wurden verkauft, damit wurden die Anwaltskosten bezahlt. Unser Mietausfall steht natürlich auch auf der Liste, dass wir irgendwann mal ein bisschen Cash bekommen, aber das steht halt ganz unten auf der Liste. Ja. Die Anwaltskosten fressen auf Deutsch gesagt die ganzen Ausgaben schon auf. Bei uns kommt nichts an am Ende des Tages. Wir haben einen Leerstand gehabt, ein Jahr, seit 40 Jahren bewohnt gewesen. Da ist noch die Möbel drin, der ganze Schrott, alles noch drin. Die guten Sachen, die wertvoll waren, sind alle weg und verkauft. Ja. Und wir werden jetzt da quasi hingestellt und müssen uns darum kümmern. Wenn man eine Immobilie nur hat, ist es halt voll behindert, sage ich jetzt mal. Wenn man 20, 30 oder mehr hat, ist es halt ein geringes Risiko, hat man kein Klumpenrisiko mehr. Und das ist auch ein Vorteil von Bankensicht, also wenn man aus Sicht der Bank nur eine Wohnung hat und sowas passiert, das muss nicht ein Mietnomade sein, das war jetzt alles andere als ein Mietnomade. Das war ein lieber Kerl, den kannten wir ja auch gut, aber ja, da kannst du halt einfach nichts machen. Wenn du 30 Wohnungen hast oder mehr, dann ist aus Sicht der Bank das Klumpenrisiko nicht groß, weil es passiert nicht bei allen Wohnungen auf einmal, sondern es passiert nur einmal insgesamt bei einer Wohnung halt. Und dann hast du halt 29 gute und eine problematische. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Risiko, das man auch auf dem Schirm haben muss. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, dass das passiert, aber ist dennoch vorhanden. Der ganze alte Krempel ist noch hier, sieht man hier. Und die Wertsachen, hier waren zum Beispiel einige Wertsachen noch drin, so Kuckucksuhren waren hier gehangen und so weiter. Die haben alle, die Nachlassverwalter haben sie mitgenommen und verkauft, genau, damit sie ihre eigene Rechnung bezahlen können. Und wir selbst haben jetzt hier nichts mehr und müssen drauflegen, genau, um hier wieder alles in Schuss zu bringen. Also ich wollte jetzt hier mit diesem Video nur die Nachteile und auch die Schattenzeiten mal von der Immobilie beleuchten, auch so traurig wie es ist. Man muss alles auf dem Schirm haben, man muss über alles nachdenken und auf alles gefasst sein. Und ja, es gibt natürlich auch noch andere Szenarien, wenn mal die Miete ausbleibt, was das halt der Grund sein kann dafür. Der eine ist Mietnomade, der andere ist der Grund, den wir eben erläutert haben. Es gibt noch weitere Gründe. Und wenn ihr auch mal so einen Fall hattet, dann könnt ihr mir das in die Kommentare reinschreiben. Und dann, dass man halt gewarnt ist und da auch drüber nachdenkt, ja. Und dass man halt vielleicht gefährdet ist oder sonst was.
Jetzt haben wir bei der Wohnung zwei mögliche Szenarien, die wir abbilden können. Das eine ist, wir vermieten die so, also räumen alles raus und gucken halt, ob alles funktioniert und renovieren die nicht und vermieten die so, wie sie ist und machen zum Beispiel neue Mieter bei Einzug streichen und das läuft dann so weiter. Dann verlangt man halt irgendwie 60% oder 50% vom Mietspiegel. Als Vermieter ist es chillig, man muss nichts machen, hat aber wenig Cashflow, wenig Miete und wenig Ertrag. Aber es gibt noch eine zweite Option, die man ziehen kann, und zwar ist es die Sanierung. Jetzt mal angenommen, ich habe hier 6 Euro Mietspiegel, 6 mal 66 ist im Jahr 4.752 Euro Kaltmiete. Bei 6 Euro, wenn ich die halben Mietspiegel mache, glaube ich, das ist 12 Euro hier in dieser Gegend. Wenn ich jetzt 12 Euro verlangen will, dann hätte ich quasi 12 mal 66 mal... hätte ich 9.504, das ist genau das Doppelte, 4.752 könnte ich mehr verlangen, wenn ich die saniere. Eine Sanierung kostet jetzt in dem Fall ein bisschen blöd, weil man im Haus auch Generalsachen machen müsste, aber es ist schwierig, weil alle Wohnungen vermietet sind. Wenn man jetzt eine Wohnung renoviert, würde ich mal schätzen, bei einer Billigrenovierung 15.000, bei einer hochwertigen Renovierung 25.000, jetzt rechnet man mit 25.000, so 4.500 durch 25.000 wären dann 18% Rendite auf die Sanierung. Also wenn man 25.000 investiert, hätte man 18% circa, ist mal Pi mal Daumen, auf die Sanierung Cashflow oder Mietrendite, nicht Cashflow, sorry, schon spät. Und dementsprechend wird sich schon rechnen, ja, Wohnung zu sanieren, wenn man rein aufs Geld guckt und auf die auf den Vermietung und Cashflow und so weiter. Aber perspektivisch kann man halt nur ein bisschen mehr monatlichen Cashflow realisieren. Wir haben so viele andere Projekte, wo wir jetzt gerade drauf fokussieren, die auf Fix and Flip und so weiter gerichtet sind. Da hat man halt dann direkt den Cash-Out. Da kostet eine Sanierung halt dann auch 25.000-30.000, würde ich es mal schätzen. Und dann hat man halt direkt den Ertrag und nicht über die Jahre. Deswegen muss jeder für sich selber überlegen, ob er halt die Sanierung jetzt hier machen will, um halt irgendwie eine gute Rendite zu haben auf die Sanierungskosten oder aufs Gesamtobjekt, oder ob man es einfach billig vermietet und gar keinen Stress hat, oder ob seinen Fokus auf irgendwelche anderen Sanierungen richtet, wo man halt dann vielleicht kurzfristig irgendwie einen Exit machen kann. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich hoffe, das Video hat euch die Augen geöffnet, oder ich hoffe, das Video hat dir die Augen geöffnet, dass hier auch draußen ein paar Gefahren lauern, wo man ein bisschen aufpassen muss. Nicht, dass einem Boden unter den Füßen wegzieht. Ich meine, wenn man angewiesen ist auf die Miete, weil sonst irgendwie Gehalt dafür gerade stehen muss, für die Tilgung und Zinsen und für die Hausgelder, dann gute Nacht um 6, sagt man bei uns im Schwabenland. Deswegen aufpassen, aufpasse. Und man muss wirklich auf alles, alles vorbereitet sein. Behaltet es immer im Hinterkopf. So gut wie es läuft, kann auch mal scheiße laufen. Das muss man auch abfedern können. Ja, wenn dir das Video gefallen hat und ich auch öfters mal so negative Sachen und negative Szenarien aufzeigen soll, dass ihr wisst, worauf ihr gefasst sein sollt, dann lasst mich das wissen in den Kommentaren und dann mache ich vielleicht auch mal noch eine Videoreihe dazu und tun so ein paar mehr Negativbeispiele eruieren, vielleicht auch von Investoren, Befreundeten, die ich kenne, dass man da hier mal ein bisschen seinen Wissensschatz aufbessert in die Richtung. In diesem Sinne, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.